Legen wir mal alles da ab. Das nicht unbedingt. Von hier legen wir das ganze Knochenzeug mal ab. Das und das können wir ablegen. Das behalten wir. Das kann abgelegt werden. Das kann weg. Das. Den Light-Op, den brauchen wir. Das kann wieder zu dir rüber. Kann abgelegt werden. Die Grimcaps können auch mal weg. Hier hätten wir einen Sack. Ja. Nein, ich war noch nicht fertig. So. Alles da mal hin. Und dann können wir Flaschen mal da reinpacken. So wie die Divine Tincture auch. Ja, und den angekratzten, den nehmen wir auch mal raus. So. Wie sieht's mit... Das sind Feuerpfeile, gell? Ja. Das sind Tainted Arrows. Das ist alles Munition, was ich jetzt hier drin habe. Das ist ein Tainted Quarrel. Dann kommt das mal hier rein. So. Gut. Du kannst den wieder anziehen. Ah, damit habe ich diese Falltür geöffnet. Gut, und kann jetzt mal darunter jumpen. Oh. So, das sind jetzt normale Pfeile geworden. Nachdem ich sie auf ihn abgeschossen habe. So, jetzt muss ich erstmal dich loswerden hier. Ganz ehrlich. So, werfen wir ein paar Bolzen auf ihn. Da können wir nämlich auch ein paar Bolzen einsacken. Und holt uns mal etwas mehr Geschwindigkeit. So. Das heißt, ich kann solche Wurfwaffen mal hier bunkern. Eine leere Flasche. Hier rein, so. Hier habe ich den ganzen Schamotter drin. Genauso wie hier und hier ich noch Zeug drin habe. Torums Zeug, das kommt auf, bleibt auf jeden Fall mal dabei, wo ich es habe. Gut.
Das hat das geöffnet wieder und ich kann jetzt hier wieder hoch. So. Ja, genau, das habe ich geschlossen. Beziehungsweise geöffnet. Ich müsste eigentlich da runter. Da wieder hoch. Wie komme ich denn da hoch? Da muss ich ganz außen rumlaufen. Nicht so gut. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie komme ich in den Bereich hier, dass ich das auch abschließen kann. Da! Das war ja, da war ja noch was. Jetzt will ich aber erstmal wieder die Druckplatte aufmachen. So, jetzt bist du wieder gnadenlos überladen. Du bist sowieso überladen, sobald ich dir irgendwas in die Hand drücke. Ich frage mich gerade, ob ich es anlegen kann, obwohl ich nicht genug Dolch habe, ja. Genau. Ich kann es einfach anlegen. Gut zu wissen, dann können wir das trotzdem machen, sobald ich hier raus bin. Schock, ey. Ja, dahin. Gut. Ich muss mir nämlich nur Wisp shiften. Und kann jetzt da runter jumpen. Bin jetzt hier. Und kann den Weg aufmachen. Gut. Und ein Level abkriegen. Ja, das ist doch schön. In Äxte, weil was anderes bringt es nicht mehr. Also bringt es ihm nicht. Oh, und das war's schon. Okay. Gut. Hey, damit bin ich auch hier unten in den Yggdrasil Wastes fertig. Oder auch nicht. Oh, hier ist ein Secret. Secret ist schön. Okay, er ist gefreezed, also paralysiert.
Okay. Erdmagiebuch. Das ist zwar Erdmagie, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Athletics-Buch, was uns überhaupt nichts bringt. Potion of Rage. Das kannst du mal essen. Eine Pathfinder-Axe. So. Potion of Rage kann auch mal mit raus. Rage. Attack Power Evasion. Ah, ja. Für alle Fälle sack ich das noch ein. Gut, jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich das öffne. Weil das hier dürfte der Ausgang sein. Das macht hier auf und zu. Das ist okay. Jetzt bin ich in dem Raum hier. Es kann nämlich nicht sein, dass ich hier zumachen muss. Und hier dann der Knopf ist, oder? Nein. Hier ist er nicht, hier ist er auch nicht, hier sehe ich auch keinen, hier auch nicht. Das war die Wand, die auf uns zugegangen ist, also nein, muss ich weiter diesen Raum suchen. Oder er ist hier in dem Secret-Raum. Ja, da war er. Bin ich per Zufall jetzt gerade drauf gekommen. Aber das war der Knopf. So. Yggdrasil ist fertig. Das heißt, wir können uns zurückziehen. So, wir sind wieder im Shadowlight Divide. So, mal einen Blick drauf werfen. Hier ist nämlich noch... Da ist offen, aber hier ist noch alles geschlossen. Weil das ist die andere Shadowlight Divide Gruft hier auf der Seite. So, wir haben die beiden abgeschlossen. Mortals, do you think you have taken this place back? We have placed one left. Mhm. Gut. Hat aber nicht den Effekt gehabt, den ich gehofft habe, dass er hat. Nämlich, dass da aufgeht. Hmm.